Hallo und willkommen zurück hier bei FIFA 15. Ja, ich habe gerade mal in den Kommentaren zum letzten Spiel gelesen, da hatte Bruni, aber ich hoffe, ich spreche dich jetzt auch richtig aus, ich sollte mir das doch erstmal vorschlagen lassen. Hier ist mal ein Transfer anfragen und dann mal gucken, was dafür für Angebote reinkommen. Bitte um Transfer. Ja. Ja, weil ich habe auch soweit gar nicht gedacht, dass ich kann mir das ja nicht aussuchen, zu welchem Verein ich dann wechseln möchte, sondern ich muss ja auf die Angebote eingehen. Und da wollte ich mich mal bedanken für den Tipp. Ja, muss ich, wie gesagt, ehrlich gestehen, ich habe nicht so weit gedacht. So, wir haben die kürzliche Bitte um Transfer. Jetzt wird sie gestoppt. Du musst deinen Wunsch leider ablehnen. Buh. Dann machen wir doch gleich nochmal. Und da haben wir... Das Spiel gegen Schalke. Ja, in dieser Folge geht's dann gegen Schalke. Oh, sogar auf Schalke. Mensch. Das kann ja was werden. Wir sind auf der linken Position, wieso auch immer. Ich dachte mal, wir wären der rechte Stürmer, aber naja. Ja, da haben wir schon das Goldlevel erreicht. Oh, zack, zack, zack. Alles klar. So, dann geht's mal los. Okay. So, ich stehe hier. Oh, schön gespielt. Oh, ich bin so schlecht mit dem linken Fuß. Kacke. Ja, ich habe hier immer noch auf Profi gestellt. Auf Profi gestellt sein lassen. Giefer? Den habe ich ja noch nie gehört. Ah, Entschuldigung, da muss ich mich gerade einmal ein bisschen räuspern. Kolasinac. Höger. Oh Gott. Mann. Bin immer mal daran vorbeigerannt. Sam, ja, Sam sagt mir was. Matip. Gott. Oh, wir sind schnell. Oh, er drängt uns aber so ab. Da müssen wir ein bisschen stärker werden. Hier ein bisschen die Ellbogen spielen lassen. Oh, was eine schöne Grätsche. Schade, aber das war schön gedacht. Einmal so über den Gegner rüber gelupft, aber wir waren leider nicht schnell genug. Oh. Oh, nice. Och Gott, wieso schieße ich denn so scheiße? Muss ich die mehr aufladen, die Schüsse? Alter, wir haben den Ball wieder das denn gemacht. Da überhaupt nicht drauf geachtet. Schade. Hätten wir da auch noch einen Kopf zwischen gehabt, dann wäre, glaube ich, unser Kopf weg. Ushida sagt mir auch noch was. Gott, ich habe ja anscheinend sehr wenig Ahnung noch von der Bundesliga. Da muss ich auch ehrlich gestehen, da habe ich schon lange selber so nicht mehr reingeschaut. Das ist eigentlich ja immer nur das, wo es gerade bei um Werder geht. Das ist eigentlich so das Einzige, wo ich mich noch drüber informiere. Ansonsten, ja, eigentlich auch so gar nichts mehr. Das ist auch, seit ich da, ja, mit dem Smartphone da auch ein bisschen aktiver geworden bin, heißt, dass ich da auch die ganzen News und sowas drüber empfange. Ist halt auch mit dem Bundesliga-Schauen wenig geworden. Sehr, sehr wenig. Eigentlich, ja, fast gleich null. Weil ich krieg die Ergebnisse von Werder Bremen direkt aktuell aufs Handy. Da, ja, ist halt relativ wenig. Also, ja, wie gesagt, eigentlich fast komplett zum Erliegen gekommen. Aber wie ist das denn, ja, bei euch? Also, schaut ihr das noch? Ich weiß gar nicht, läuft das auf dem ZDF oder ARD, die Sportschau?
Das weiß ich gar nicht mehr. Früher habe ich auch immer noch Doppelpass geschaut im DSF. Aber ich glaube, den ganzen Sender gibt es gar nicht mehr. Der DSF, ist das nicht hier jetzt Sport 1? Keine Ahnung. Oh, da haben wir Kopfballduell gewonnen. Oh, da haben wir aber eine Ecke raus. Was? Alter. Und da hat er mal voll den Kopf hingehalten. Das hat bestimmt wieder, der hat ordentlich Kopfbrummen dann. Oh, es gibt hier sogar noch was für Einwürfe. Oh, das war mal wieder, das war ein schönerer Schuss als das, was wir da sonst abgeliefert haben. Aber der war auch nicht wieder so toll. Ich hab voll, wir haben ein Tor geschossen. Oh, ich werd wahnsinnig. Oh, da tanzen wir sogar ein bisschen. Oh. Wulla, wulla. Geil, das sah aber sehr, sehr komisch aus. Alter Schwede. Oh, da haut's uns sogar noch hin. Oh, ich hoffe, das war das Befreiungstor, dass wir jetzt hier wieder ordentlich starten können und ordentlich Tore schießen können. Oh, herrlich. Oh, das ist eine richtige Erleichterung. Das kann man sich gerade fast so vorstellen, wie als wenn man abends trinken war in einer Bar, so ja 7 Bier getrunken hat, schnell hintereinander und man war nicht auf Toilette und dann irgendwann ist man auf Toilette und man kann einfach alles rauslassen. Ah, so die Entspannung. Das fällt ein richtiger Stein vom Herzen. Schön, das freut mich. Ah, herrlich. Nee, davon will ich meinen Enkel noch erzählen. Von diesem Tor. Oh, herrlich, das hat auch unsere Bewertung wieder direkt nach oben gepusht. Auf 8,2 war die, glaube ich, gerade. 8,4 sogar. Oh, ist das schön. Alter, jetzt steigt die hier aber wohl ganz schön krass an. Das war aber auch gerade ein Gewusel da bei dem Tor. So ganz durchgestiegen bin ich da so ja noch nicht, was da abge... Der hat irgendwie mit der Hacke, hat er den zurückgepasst auf uns? Durch zwei Gegner durch und... Ja, keine Ahnung. Kolasinac. Ah, den hatten wir gerade schon mal, ne? In der ersten Halbzeit. Höger... Ja, die sagen mir alle nichts mehr. Ich weiß gar nicht, hat Werder in der letzten Saison, also jetzt hier bei FIFA 15, bei dem Let's Play, hat Werder da die Santo verkauft oder sowas? Oh, da holen wir eine Ecke raus. Sehr schön. Ach Gott, ja, ich komme so langsam, komme ich jetzt wieder rein. Ja, vielleicht können wir das dann auch in der Mitte der Saison wieder hoch auf Weltmeister stellen. Aber dass wir jetzt, ja, erstmal ein bisschen noch auf Profi lassen. Dass wir da noch ein paar Erfolgsmomente haben. So, was ist... Oh, nice. Ach Gott, wir verlieren den Ball so blöd. Den müssen wir zurückpassen, da war ja nichts frei für uns. Oh, der hat sich böse gesenkt. Ganz böse gesenkt. Können wir das nochmal in der Wiederholung sehen? Nein, nicht. Schade. Oh, jetzt kommt sogar hier Klaas-Jan Hünteler. Hajrovic. Für Gebre Selassie, der ist doch auch schon lange nicht mehr bei Werder. Das war doch eine richtige Gurke, als wir den damals gekauft hatten.
Ah, Alter. Aber nicht schlecht. Da haben wir uns halt ein bisschen durchgesetzt, da. Oh, wir haben sogar einen Zweikampf gewonnen. Ja, wo soll ich denn hin, Jungs? Eieiei, pfeift er das? Das pfeift er nicht. Ich werd wahnsinnig. Oh, schade. Hätten wir uns eigentlich wieder direkt den Ball geholt, hat ich hätte so gelacht. Alter, habt ihr... Ich wollte gerade sagen, das gibt eine rote Karte. Das war gegen den... Torwart gerannt. Jefferson Verfahren geht... Kommt rauf, Sydney Sam geht runter. Weswegen buhen die denn jetzt? Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Oh, Klaas-Jan Huntelaar hat sich verletzt. Der war ja lange drauf, wa? Aber was mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe das hier noch auf diese 4 Minuten eingestellt. Von heute Morgen. Oh, schön Torwart, schön Torwart. Oh, hast du gut gemacht. Oh, das können wir gewinnen. Obwohl immer so eine Ecke, oh, gefährlich. Oh, die geht weit, weit geht die. Oh, hier gleich da zu zweit, ich sag mal hier gleich an zu zweit. Alter, der steht da hinten völlig frei. Und der pfeift ab, wir haben gewonnen. Das ist, glaube ich, unser erstes Spiel. Ne, das zweite Spiel, ich glaube, gegen Inter Mailand. Oh, es ist Einwurf. Oh, schade. So, unser Einwurf. Okay, wir werden wohl noch eine Chance haben, aber die ging leider auch direkt auf den Torwart. Und da pfeift er ab und durch unser Siegtor haben wir gewonnen. Ja gut, das sagt so ein Siegtor ja eigentlich schon direkt aus, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir gewonnen. Mit einer Spielerbewertung von 8,2, sehr schön. Und sind... Wer ist denn hier? Matchmaker. Hier, das sind natürlich wir. Wunderschön. Selke. Wo kann ich denn... Kann ich mir das überhaupt anzeigen lassen? Wer alles im Team ist? Mannschaftpreis. Stürmer Mario Gomez und Stefan Kießling. Alter. Manuel Neuer. Ja, ist in Ordnung. Bernd Leno. Ist das der von Leverkusen? Ich bin mir nicht sicher. Marc-André Ter Stegen, der ist doch jetzt bei Barcelona, glaube ich. Sebastian Jung, kenne ich nicht. Mats Hummels, Jerome Boateng, Dennis Aogo, Holger Badstuber, Kevin Großkreuz, Benedikt Höwedes, Janssen, Mädels, Sacco. Oh, es ist gut. Schweinsteiger, Lahm, Özil, Müller, Reus, Schürrle, Volland, Groß, Kedira. Ja, sehr schön. Was wollte ich denn jetzt hier nochmal? Hinch präsentiert sich als Torjäger. Ich wollte gucken, ob die Santo noch dabei ist. Nein, der ist raus, Alter. Das ist auch, glaube ich, ein Talent, dieser Melvin Lorenzen. Der war, als ich mit dem Torwart gespielt habe, da hat der richtig aufgedreht nach einer Zeit. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir in dieser Folge aber noch das Transferfenster. Ach, leider ablehnen. Oh Mann. Transferanfragen.
Gut, so noch 10 Stunden Zeit. Ich weiß nicht, ob da noch einer reinkommt. Du wirst umgehend auf die Transferliste gesetzt. Alles klar. Mal gucken, gab's hier bei Werder schon ein Zugänge? Meier, Ryu Chang-Hyun und Novota? Kenne ich alle nicht. Und ah, da kriegen wir das erste Angebot. Direkt lesen. Vom VfB Stuttgart. Ah, nee. Also ich möchte, wenn schon, dann eher ins Ausland. Was, ja, wie gesagt, das hatte ich in der ersten Saison hier bei FIFA 15 ja schon mal, glaube ich, gesagt. Das wäre Manchester United. Das wäre, glaube ich, noch so die Mannschaft, wo ich sofort unterschreiben würde. Hertha BSC Berlin, ich will... Nein. Das gefällt... Ne, das sind auch nicht so die... Ich möchte dann schon so zu einem großen Verein, der, wo ich ja wirklich sehr, sehr auch, ja, stark bin, sage ich mal. VfB Stuttgart schon wieder. Nö. Sollen wir einmal ein Angebot abgeben? Reicht ja wohl. So, jetzt haben wir noch 3 Stunden. Und wir kriegen noch einmal einen Transfer. Bayer 04 Lewe. Ah, das... Oh, das... Das wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Ich guck mal kurz auf die Tabelle. Bayer 04 Leverkusen ist auf dem 1. Platz. Ich weiß es nicht. Ich würde ja schon ganz gerne. Aber es fühlt sich trotzdem auch falsch an, von Werder wegzugehen. Oh, da, ich habe gerade schon meinen Popschutz gebissen. Oh Mann, ich weiß es nicht. Haben die denn da schon was zugekauft? Alter, die haben Falcao gekauft. Boateng verkauft. Was zum Teufel? Trinks kenne ich nicht. Davon kenne ich gar keinen. Wo haben wir denn hier? Hertha BSC. VfB. SRFCK. Die haben sich noch gar nichts. Oh, ich weiß es nicht. Ich mach's. Ich hab's gemacht. Okay, willkommen im Team. Halte bei Ligaspielen eine durchschnittliche Spielerbewertung von 6,3. Ich erwarte, dass du in dieser Saison mindestens 7 Tore erzielst. Bereite mindestens 5 Tore für die Mannschaft vor. Erreiche mindestens eine Torversuchquote von 11%. Okay. Ja, dann. Das ist Gregor Hinsch. Bei Bayer 04 Leverkusen. Okay, ja. Okay, so, und dann? Ja, was war das denn? Nachrichten. Ja, das brauchen wir nicht. Oh Gott. Das muss ich erstmal verdauen. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen jetzt. Dass wir bei Werder weg sind.
Ich freue mich aber auch schon irgendwie so trotzdem ein bisschen da drauf. Hinch unterschreibt bei Bayer 04. Bayer 04 hat bekannt gegeben, dass es gelungen ist, den Werder Bremen-Stürmer Hinch zu verpflichten. Die nationale Presse berichtete vor kurzem, dass Bayer 04 einen Deal eingefädelt hat, um den begehrten Stürmer als Neuzugang für den eigenen Verein zu gewinnen. Hinch unterzeichnete den neuen Vertrag erst nach langwierigen Verhandlungen. Die Ablösesumme, auf die man sich mit Werder Bremen letztendlich einigte, beträgt 6 Millionen Dollar, Euro. So viel sind wir, 5 Millionen sind wir eigentlich wert. Doch schon mal nicht schlecht. Okay, dann, ja, ich mach das hier jetzt alles nochmal mit in dieser Folge. Da kriegen wir auf jeden Fall auch bald was dazu. Hier überall. Gewonnene Kopfball, aha, aha. Gut, da kriegen wir auf jeden Fall also auch bald hier wieder so ein paar Pluspunkte, dass unser 76 GES, ich weiß nicht, Gesamtscore oder sowas, keine Ahnung. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich weiß gar nicht, gegen wen müssen wir denn da spielen, ich simuliere nochmal weiter vor. Gegen Borussia Mönchengladbach in unserem neuen Verein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.